Hallo, hier ist Sonja von Thoracic Fruit. Ich melde mich mal wieder. Und zwar unsere kleine Luna ist jetzt genau einen Monat alt. Und ja, langsam spielt sich bei uns alles so ein mit vier Kindern und Haushalt und ja, alles Arbeit, alles, was so organisiert werden muss. Und ja, ich finde schon, ich manage das eigentlich ganz gut. Und die Luna schläft jetzt auch besser. Von dem her habe ich jetzt wieder ein bisschen Zeit, um dir Videos zu machen. Und ich freue mich schon sehr, dir jetzt mal unsere ja, Neuigkeiten zu präsentieren und einfach die Früchte, die wir gerade zu Hause haben und die ich persönlich so richtig lecker finde. Also, los geht's. Kennst du schon die Apfelkaki Fuyu? So sieht diese aus. Schön orange. Wenn sie bei dir ankommt, ist sie noch fest. Unverzehrbereit, das ist ganz normal bei dieser Kaki. Und zwar, es gibt ja auch Kaki-Sorten wie die Rojo Brillante oder andere, die man nur in ganz weichem Zustand essen kann. Ansonsten sind sie herb auf der Zunge. Das ist jetzt aber nicht dieser Fall bei dieser Kaki. Da habe ich mich letztens sehr gefreut und zwar war ich knapp dran. Ich bin zum Bus gegangen mit meiner kleinen Luna. Hatte noch nicht mal Zeit, mir ein Vespa einzupacken und ich bin zum Kurs gegangen. In der Pause habe ich dann entdeckt, dass der Jo mir kurz bevor ich gegangen bin, noch eine Kaki in die Handtasche gesteckt hatte. Habe ich mich sehr darüber gefreut. So im ersten Reflex erstmal, oh je, Kaki in der Handtasche, das geht nicht gut. Aber Gott sei Dank war es ja eine Fuyu, eine Apfelkaki. Genau. Und zwar, was das Tolle an dieser Kaki ist, die kannst du einfach so verschmausen wie ein Apfel. Also hier die Kronenblätter abtrennen von der Kaki. So, genau. Und dann ist sie auch schon verzehrbereit. Dann kannst du einfach reinbeißen. Die Schale, du siehst es hier, ist ganz dünn. Die kann man natürlich mitessen. Frucht ist super süß, sehr, sehr lecker. Noch viel leckerer als ein Apfel. Und innen drin ist ganz, ganz viel Saft. Das ist die Medjool Gold Juicy, wie der Name schon sagt. Ganz saftig, ganz frisch. Ich mache dir jetzt endlich dieses Video. Meine großen Jungs, die fragen seit einer Woche etwa, wann ich endlich dieses Video drehe. Jetzt komme ich endlich dazu, weil sie wollen diese verspeisen und die standen jetzt bei uns immer im Kühlschrank mit dem Zettel: Bitte nicht anfassen, sonst wären die nämlich schon längst weg. Das ist eine der beliebtesten Datteln bei uns in der Familie, vor allem in dieser frischen Version. Also ich mache die jetzt mal für dich auf. Guck mal, hier hast du einen ganzen Teller voll. Die sind so was von lecker, dass wir die echt reservieren mussten, um da, damit fürs Video noch welche bleiben. Guck mal hier. Ich mach die mal auf. Ganz weich und saftig. Da siehst du das Fruchtfleisch. Und ich darf jetzt die als erste probieren. Aus der Familie. Zergeht nur so auf der Zunge. Jedes Mal, wenn man so drauf beißt, kommt der Saft richtig raus. Also solltest du noch keine frischen Datteln probiert haben, dann musst du das unbedingt mal machen. Kann man überhaupt nicht vergleichen jetzt mit trockenen Datteln. Und ja, meine Jungs werden sich freuen. Also wenn die heute aus der Schule kommen, dann wird das schnell weggehen. Es ist wieder Schirmoja-Saison und ich habe hier gerade ein Exemplar, das ich jetzt für dich öffnen werde. Also die Chirimoya ist reif, wenn sie so braune Flecken hat. Also meistens hat sie solche braunen Flecken in reifem Zustand und wenn sie auf Fingerdruck nachgibt. Genau, dann kannst du sie einfach einschneiden, anschneiden, öffnen. Oh, da siehst du schon das leckere weiße Fruchtfleisch. Diese hat jetzt gar nicht so viel Kerne, das ist toll. Kommt ein bisschen auf die Frucht auch drauf an. Genau. Und dann wie ich die jetzt gerade mache.
Siehst du das saftige Fruchtfleisch? Sehr, sehr lecker. Genau, die kann jetzt einfach ausgelöffelt werden und die Kerne muss man dann ausspucken. Wenn du bei uns Kaktusfeigen bestellst, dann wirst du sie so in deinem Paket finden. Und zwar erstmal in einer Tüte verpackt mit dem kleinen Hinweis, dass es sich um eine Kaktusfrucht handelt. Und von dem her muss man auf die Stacheln aufpassen. Die wurden zwar schon gebürstet, aber es bleiben immer noch ein paar kleine Stacheln auf der Schale übrig. Deswegen auch sind sie auch in einer Tüte. In der Tüte ist nochmal eine Schale, in der sich die Früchte dann befinden. Hier haben wir zwei besonders große Exemplare. Manchmal sind sie auch kleiner. Sie können rot, gelb, grün oder orange von außen sein. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und wie auch auf der kleinen Beilage erklärt, sollst du diese Frucht also nicht mit den Händen anfassen, weil sie noch ganz kleine Stacheln auf sich hat. Jetzt gibt es zwei Methoden, um an das Fruchtfleisch zu kommen. Die wollte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Und zwar die erste Methode ist, dass du die Kaktusfeige für eine halbe Stunde oder eine Stunde in Wasser legst. Dann gehen die kleinen Stacheln ganz von alleine ab und dann kannst du sie wieder rausnehmen. Also ich nehme sie immer mit Messer und Gabel, wie du siehst. Genau. Und nach einer halben Stunde kannst du sie dann wieder rausnehmen und abschälen. Genau. Und dann kannst du sie auch mit den Händen berühren. Dann sind die Stacheln nämlich nicht mehr dran. Wenn du jetzt so lange aber nicht warten möchtest und gleich nach dem Auspacken deiner Bestellung diese Frucht verschmausen möchtest, gibt es auch noch eine andere Variante. Und zwar stichst du da mit der Gabel hier so in der Mitte rein. Schneidest einmal die Enden ab von der Frucht. So. Schneidest dann hier einmal mit dem Messer rein. Und dann rollst du, schauen wir mal, genau, nimmst du das so mit der Gabel. Na. Genau, nimmst du die Frucht so mit der Gabel und machst die Schale ab. Geht bei dieser Frucht jetzt gar nicht so einfach. Oder was ist das einfacher? Genau, dann schneidest du das hier so ein bisschen ab mit dem Messer. Natürlich ohne die Frucht zu berühren. Genau. Und dann kannst du dir hier jetzt, du siehst, unten habe ich die Schale noch dran gelassen. Und hier schneide ich mir dann kleine Stückchen ab. Ich habe die Schale unten noch dran gelassen, damit das Fruchtfleisch niemals in Berührung kommt mit der Schale, mit den kleinen Stacheln, die da noch drauf sind. Ja, und dann kannst du die Frucht einfach so Stück für Stück verzehren mit der Gabel. Und dann den Mund. Hier, guck mal, das ist eine orangene Kaktusfeige mit orangenem Fruchtfleisch. Da sind kleine Kernchen drin. Die kannst du mitessen, das ist überhaupt kein Problem. Gibt noch so was Knuspriges der Frucht. Sehr, sehr lecker. Genau, so kann man sie verspeisen. Avocado Ettinger, das ist die Avocado Ettinger. Vielleicht kennst du sie noch nicht, das ist nicht so eine sehr bekannte Sorte. Sie hat eine dünne Schale. Und ja, würde ich mal sagen, ist jetzt so zwischen der Fuerte und der Bacon. Und jetzt schneiden wir sie mal auf. Einmal den Kern entlang. So, und so sieht sie innen aus. Speziell bei dieser Sorte. Siehst du, dass immer etwas Avocadofleisch hier noch am Kern hängen bleibt? Das ist besonders cremig, das ist so die Sahne der Avocado. Kannst du noch so abschaben, genau. Ja, also der Kern ist relativ groß, das kommt aber auch ein bisschen auf die Avocados drauf an. Und jetzt schneide ich einfach mal ein Stück ab.
So, und kostet das für dich? Also geschmacklich und auch von der Konsistenz liegt diese Avocado zwischen der Vorerd und der Bacon. Die Schale kann gut matt gegessen werden für diejenigen unter euch, die das mögen. Die ist nämlich ganz, ganz zart, ganz fein. Hier siehst du es. Genau. Die Avocado an sich ist wirklich butterig. Ich würde sie jetzt mal so beschreiben: butterig mit so einem nussigen Geschmack auch, aber vor allem dieses sahnige, dieses buttrige, was du hier auch siehst, nahe dem Kern. Ich zeige es dir nochmal, dass man so abschaben kann. Das ist wirklich sehr lecker. Ja, das war's für die Avocado Ettinger. Das sind die schönen Schlangenfrüchte aus Indonesien. Hier kannst du sie mal näher sehen. Und zwar die findest du, diese Variante auf jeden Fall findest du nur in Indonesien. Dort kommen unsere aus Kleingärten, die Jo im letzten Jahr hier auch besichtigt hat. Ja, und diese Schlangenfrucht hat, wie der Name schon sagt, eine schuppige Schale, die wirklich an eine Schlange erinnert und die man erstmal schälen muss, wenn man diese Früchte erhält. Also diese Früchte sind hart, wenn sie bei dir ankommen, werden auch so verzehrt, also so hart wie ein Apfel. Du kannst ja so richtig drauf drücken. Die drückt sich auf jeden Fall nicht ein. Die ist ganz anders als ihre thailändische Variante, die Schlangenfrucht aus Thailand, die hellbraun ist und vom Fruchtfleisch auch saftiger und weicher, auch eine ganz andere Form hat. Also auf jeden Fall diese indonesische Variante, die machen wir jetzt mal auf. Und zwar dafür nimmst du am besten hier die Spitze von der Frucht, bewegst sie ein bisschen hin und her, dann geht die ab. Mal so, ja, so, so. Dann hast du hier schon den Anfang gemacht. Und in der Frucht gibt es immer jeweils drei Fruchtsegmente. Du kannst jetzt einfach mit dem Finger so das, die Schale abholen, wie bei so einem gekochten Ei. Genau. Du musst sie jetzt aber nicht ganz abholen, so bis unten hin. Tut manchmal ein bisschen weh, sogar am Finger, weil das ist ja diese schuppige Schale abzumachen. Also was ich mache, ich mache das immer so am Anfang hier oben bis ungefähr zur Mitte. Und dann siehst du hier schon diese großen Fruchtsegmente und die kannst du jetzt einfach zwischen die Finger nehmen und ein bisschen auseinanderziehen. Hopp, genau, auseinanderbrechen. Genau, es sind meistens zwei große Fruchtsegmente, wie du hier siehst, und ein kleines, ein kleines Baby, das sich dabei befindet. Genau. So, und jetzt geht das, jetzt schälst du noch den letzten Teil der Schale ab. Das geht dann meistens schneller. Da gehen dann große Stücke ab. Genau. Und so sieht die dann aus. Hier haben wir mal ein großes Segment, hier haben wir ein kleines. Im kleinen Segment ist meistens kein Kern drin. Genau. Du hörst schon, wenn ich die jetzt esse, dann ist die richtig schön knackig. Genau. Und in dem großen Segment hast du dann Kerne. Meistens einen Kern oder zwei. Den kann man nicht mitessen. Aber du kannst einfach das Fruchtfleisch um den Kern herum abknabbern. So, siehst du mal, wie groß der Kern ist? Nimm den jetzt mal raus. So, so sieht der Kern aus. Der kann nicht mitgegessen werden. Ja, und das ist das Fruchtfleisch. Diese Frucht hat sehr viele Antioxidantien, vergleichbar mit der Durian und der Mangostane. Ich verlinke dir unten mal eine Studie darüber. Genau, das ist also die Salak, die Schlangenfrucht
aus Indonesien.